Oh, Game Master. Na, hallo, freust du dich, mich zu sehen? Aber wie? Nach dem gelungenen Plan gestern? Wow, ich habe so viel Lust bekommen, einen neuen Plan zu schmieden. Einen neuen Plan? Oh, das hört sich doch gut an, denn ich habe schon einen neuen Plan geschmiedet, Herr Game Master. Jetzt schon einen neuen Plan? Erzähl mir, was ist der nächste Schritt? Wie sollen wir die Lami-Familie vernichten? Ich habe mir gedacht, heute ist der Tag, an dem ich endlich Lami umschnetzeln werde. Heute, ja genau heute. Ich halte es wirklich keinen Tag mehr länger aus in dieser komischen Lami-Familie. Oh Mann, und vor allem dieser Kleine. Oh, er regt mich so auf. Aber heute wird Lami sehen, ich werde ihn abschießen und umbringen. Und morgen ist dann Emily dran. Oh ja, genau. Und zum Schluss kommt dieser kleine Racker. Ey, aber nicht vergessen, Emily darfst du nicht verletzen. Das wird meine Frau sein. Ich werde sie heiraten. Ja, bla bla bla. Du wirst sie heiraten. Ich weiß ja noch nicht mal, warum du dieses Mädchen da heiraten willst. Die ist ja total komisch. Aber naja, ich würde sagen, ich suche mir einfach hier eine kleine Waffe aus. Oh ja, die sieht doch ganz gut aus. Mit dieser Waffe werde ich heute Lami erschießen. Aber du hast mir noch gar nichts vom Plan erzählt. Oh, stimmt. Also, der Plan wird so lauten: Ich werde mit Lami in die Stadt gehen oder zum Freizeitpark und werde so tun, als ob ich die Stadt sehen möchte. Und am Ende werde ich ihn auf den Friedhof locken und dort wird sein letztes Stündlein schlagen. Und dann werde ich ihn einfach, oh, genau so abschießen. Wow, du bist wirklich eiskalt. Du bist die beste Mörderin. Natürlich, das brauchst du mir nicht sagen. So, ich werde mich dann auf den Weg machen. Und ciao, Game Master. Heute ist der letzte Tag von Lami. Ja, endlich! Oh ja, und dann werde ich endlich meine ganzen Diamanten bekommen. Oh Mann, dieser Auftrag mit der ganzen Lami-Familie geht mir auch wirklich langsam auf die Nerven. Ich kann es wirklich nicht mehr aushalten mit dieser ganzen Familie. Aber na gut, wenn ich endlich die Lami-Familie vernichtet habe, dann werde ich vom Game Master meine 1 Million Diamanten bekommen. Ich freue mich so, ja, meine ganzen Diamanten. Oh, Lami, heute werde ich den ganzen Tag kochen. Ganz leckere Sachen, darauf habe ich richtig Lust. Wow, ich freue mich schon. Ich habe auch einen Mordshunger. Ich möchte ganz viel essen. Bereite für mich einfach die doppelte Mahlzeit vor. Oh, das wird so ein Spaß. Ich möchte aber auch ganz viel Essen haben. Nicht alles für dich, Papa. Ich möchte auch was. Ist ja gut. Mama wird heute ganz, ganz viel machen. Stimmt's, Emily? Ja, schon ziemlich viel. Und das wird auch bestimmt für euch beide reichen. Da braucht ihr euch gar keine Sorgen zu machen. Hast du gehört, Leo? Ganz viel Essen für uns. Ich freue mich schon. Oh ja, ich freue mich auch. Ich habe so einen Hunger. Mein Magen macht sogar brrr, so macht er. Warte mal, wie macht dein Magen? Oh, na gut, du hast ja wirklich einen Bärenhunger. Oh. Hey, es hat geklingelt. Das heißt, warte mal, das kann doch nur einer sein, beziehungsweise eine, und zwar Laura. Oh, da bist ja Oh, hallo wirklich. Laura. Oh, störe ich etwa? Ach, Quatsch. Emily macht gerade ganz, ganz viel Essen für uns alle. Und warte mal, wo warst du denn eigentlich? Ich wollte eigentlich die Stadt angucken und ich habe gesehen, dort hinten in der Stadt, also am Strand, gibt es einen riesen Freizeitpark. Den habe ich ja noch gar nicht gesehen und den wollte ich mir unbedingt angucken. Oh, warte mal. Emily, wie lange brauchst du denn noch für das Essen? Ich brauche bestimmt noch etwas, weil ich so viel mache und ganz viele verschiedene Sachen. Also, wenn du willst, kannst du ruhig mit Laura gehen. Okay, hast du denn Lust, dass ich dir den Freizeitpark zeige? Um ehrlich zu sein, bin ich genau deswegen hier hingekommen. Ich wollte fragen, ob du mir so ein bisschen den Park zeigen kannst. Oh, das trifft sich ja ganz gut. Na gut, dann gehen wir einfach beide zum Freizeitpark und dann kommen wir zum Mittagessen wieder zurück. Aber Papa, komm mal, ich muss dir noch was sagen. Du musst mir was sagen? Was ist denn los, Leo? Quatsch, wir haben doch gestern bewiesen bekommen, dass Laura nicht mit dem Game Master zusammenarbeitet. Aber guck dir das an. Ich gebe dir noch
das denn? Totem der Unsterblichkeit? Na gut, das lasse ich einfach in meiner Tasche. Und, na gut, ciao. Okay, komisch. Na gut, wir können losgehen. Oh, ich freue mich. Ich würde sagen, ich folge dir einfach mal, oder? Oh, warte mal. Wir fahren dort mit meinem Auto hin. Dann sind wir viel schneller. Oh, mit deinem Auto. Ist da noch Platz für mich? Natürlich. Auf dem Auto sind zwei Plätze, so setze ich einfach mal hinten drauf. Wow, aber nicht so schnell, ja? Ach, Quatsch. Mein zweiter Name ist mega, mega schnell. Wir fahren ganz, ganz schnell dahin. Und dann sind wir beim Freizeitpark. Oh, ich freue mich ganz doll. Und was gibt es da denn für Attraktionen und sowas? Ach, dort gibt es genug Sachen. Dort gibt es sowas wie Hau den Lukas oder was gibt es da noch? Bogenschießen und ganz viele Essenstände. Dort gibt es sogar einen Bananenmann. Den muss ich dir unbedingt zeigen. Ein Bananenmann? Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Wow, das sieht ganz toll hier aus. Ein Karussell und ein Riesenrad. Wow. Aber warte mal. Wie gesagt, wir müssen zum Bananenmann. Der ist der Lustigste hier. Ich muss dir den zeigen. Bananenmann. Banane, 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 Banane. Was ist das denn für einer? Kann der nur das Wort Banane sagen? Ja, wie es scheint schon. Hey, Bananenmann, kannst du noch etwas anderes sagen? Banane, Banane. Ich glaube, der kann nur Banane sagen. Oh Mann, der Freizeitpark ist aber wirklich toll. Und, warte mal, was ist das denn da hinten? Ich kann das nicht sehen. Warte mal, meinst du die Kirche am Friedhof? Die Kirche am Friedhof? Wow, können wir da mal hingehen? Warte mal, du willst zur Kirche gehen? Das ist ja total langweilig. Ich dachte, wir haben ganz viel Spaß hier am Freizeitpark. Ja, das ist vielleicht ein bisschen komisch, aber ich liebe so alte Gebäude und Friedhöfe. Ich guck mir die gerne an, weißt du? Oh, na gut, dann können wir da gerne hinfahren. Folgt mir einfach. Oh, da bin ich schon mega gespannt, wie das da aussehen wird. Denn auf dem Friedhof werde ich Lami endlich erschießen können. Hey, wo bleibst du denn? Ich komme. So, und dann können wir einmal dahin fahren. Ich freue mich schon. Ich liebe Friedhöfe und Kirchen. Wow, ich finde sowas einfach mega interessant. Diese alten Gebäude, wie das aufgebaut ist und sowas, weißt du? Ja, also ich finde sowas jetzt nicht unbedingt so interessant. Aber wenn du findest, wir sind jetzt auf jeden Fall da. Wow, echt, echt schön hier. Und was befindet sich hier? Oh, warte mal, willst du da wirklich hingehen? Das ist echt gruselig. Das ist der gruseligste Friedhof der ganzen Welt. Wow, echt gruselig? Das finde ich echt interessant, Lami. Du findest sowas interessant? Ich finde sowas echt, echt mega schräg und gruselig, muss ich sagen. Warte mal, aber da gibt es noch eine Sache, die ich dir unbedingt sagen wollte. Schon seit langem, Lami. Warte mal, sag mir jetzt nicht, du stehst auf mich, oder? Nein, 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 Quatsch. Ich muss dir endlich die Wahrheit sagen. Also, der kleine Leo hatte schon früher gecheckt als du. Ich meine, du bist auch eine mega Quatschbirne und, naja, du bist auch mega dumm. Aber ich muss dir sagen, ich bin wirklich das Dämonenmädchen und ich arbeite mit dem Game Master zusammen. Warte mal, das ist jetzt ein schlechter Witz, oder? Nein, nein, nein. Und du wirst dich jetzt keinen Meter wegbewegen, sonst werde ich direkt auf deinen Kopf schießen. Hey, stopp mal. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich dachte, du wärst lieb. Und wir haben dich bei uns zu Hause schlafen lassen. Und Emily hat dir immer Essen gekocht. Hey, also hatte Leo immer recht. Und ich habe meinem eigenen Sohn nicht geglaubt, weil ich mich täuschen lassen habe von dir. Oh ja, von mir. Dem Dämonenmädchen. Liebe Grüße von dem Game Master, aber das ist deine letzte Sekunde jetzt. Was? Warte mal, nein. Warte mal, stopp mal. Oh, warte mal, das Totem habe ich ja noch. Nein, nein, bitte schieß nicht. Oh doch, das ist deine letzte Stunde und weg mit dir. Ah, nein. Mama, weißt du, irgendwie glaube ich, dass Laura doch das Dämonenmädchen ist und die ist ganz, ganz böse. Irgendwie fühle ich das in meinem Herzen, weißt du? Aber Leo, warum denkst du denn sowas? Aber wir haben doch gesehen, dass sie nicht böse ist. Ich weiß, aber vielleicht steckt da mehr dahinter. Der Game Master und Laura, die arbeiten zusammen. Ich weiß das ganz genau. Zu 100%. Also ich mache mir ganz viele Sorgen um Lami. Ich hoffe, der kommt heile nach
wenn Laura vielleicht das böse Mädchen ist, glaube ich dennoch, dass Lami sich wehren kann gegen sie. Also brauchst du dir eigentlich keine Sorgen zu machen. Na gut, ich hoffe einfach nur, Lami kommt wieder zurück. Das wird er auf jeden Fall. Mach dir keine Sorgen darum.